Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion Trade. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge und ja, es hat sich nicht viel verändert. Wir machen wirklich tatsächlich, ich lasse nichts aus. Das habt ihr euch ja gewünscht. Deswegen dauert das ja auch alles ein bisschen. Wir sind schon so weit gekommen, haben Gott sei Dank unsere erste Station schon und ich gucke ja, dass wir mehr Geld jetzt rankriegen. Bin überlegen, erst upgraden die Station, ob das besser wäre oder ansparen für eine neue Station. Das könnt ihr ja doch gerne in den Kommentaren schreiben, was ich lieber machen soll. Eine neue Station oder besser upgraden und dann später vielleicht mal upgraden, damit das Geld erstmal schneller reinkommt. Das wäre auf jeden Fall jetzt erstmal meine erste Sache, woran ich denke. Komm. Hier ist auf jeden Fall was und hier wird gekämpft. Hier kämpfen Zotan gegen Piraten. Das ist okay. Die lasse ich kämpfen. In der Zeit gucken wir uns mal um. Wir deaktivieren auf jeden Fall die Waffen, damit wir nicht aus Versehen schießen. Gucken wir mal. Hier ist nur nichts. Der Detektor sagt, hier muss ja irgendwas in diesem Sektor sein. Hier werde ich definitiv alles verkaufen, was ich finde. Ist ja ein Nebensektor. Ich mag keine Nebensektoren. Soll ich auch näher dran an den Dingern fliegen? Deswegen, da könnte ja auch mal einer zwischen sein. Die machen Schaden. Verschlossener Container. Ja, die machen übelst Druck. Okay, das wird wohl ein Sektor sein, wo nur so ein verschlossener Container ist. Und ich werde mich jetzt verpieseln. Immer mit so viel Schaden machen die. Zum Kämpfen. Ich habe ja noch kein Kampfschiff. Das ist die Sache. So Piraten mit Unterstützung, das ist nicht das Problem, aber so. Ein südliches Tor tatsächlich nicht. West, Nordwest. Fliege ich mal durch. Wie viel haben wir? Wir machen 775 Unicron-Schaden. Ja, hätte ich vielleicht gewinnen können, aber ohne Schild ist das irgendwie doof. Warum nicht so ein bisschen das Geldnetzwerk nutzen? Sind hier nur Gates? Ein paar Gates nutzen ist ja nicht verkehrt, aber dass in den ganzen Gate-Sektoren nichts ist. War ich hier schon mal? Ich glaube schon, dass ich hier schon mal war. Fliege ich mal irgendwo hin, wo ich noch nicht war.
hier finde ich auf jeden Fall wieder was. Die greifen mich auch noch nicht an. Das ist schön. Halten wir uns mal ein bisschen fern. Skillen wir nichts, fliegen wir erstmal da hinten hin. Boss ist beschädigt. Verschwinde und du bist nicht... Und dir wird nichts passieren. Ich will jedoch nur durch den Sektor fliegen und in Ruhe die Asteroiden abklappern. Wenn ihr nichts dagegen habt, bin ich auch bald weg. Wie, der Boss ist doch nicht beschädigt. Was habt ihr denn? Da ist auf jeden Fall ein Einnehmbarer. Wieder geschützt zum Händler, ey. Der wird jetzt erschossen. Hat er irgendwas Schönes dabei? Doppel-R-Mining, das ist ja nicht interessant. Vielfachkanone, das wäre interessant gewesen. Aber der ist gleich Matsche. Tut mir leid, mein Freund. Und weg bin ich. Dieser Sektor hat mir auch mal eben wieder 400.000 gebracht. So, dann gucken wir auch mal gleich in diesen Sektor rein. Man kann hier 32 einkaufen. Will Vorrat. Der will 1982. Okay. Dann machen wir das doch mal. So einen kleinen Handel. Oh, 3000 Schaden, das kriege ich ja mit den Handel nicht wieder rein. Sollte nicht so auf deine Station dranfliegen, so. Jetzt haben wir gesagt, 1082 kaufen. Macht ein bisschen Gewinn, aber... Und ein Rander.
Perfekt. 1,4 Millionen, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben gerade wieder Gold verkauft, das ist so schön. Oder einfach Upgrades reinballern, weil dann schneller produzieren. Ich sammle erstmal Geld. Okay, hier gibt es einen Überweg, da gibt es einen Überweg. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Aber wir decken ja erstmal hier die ganze Fraktion ein bisschen auf. Hier ist auch was. Das ist ein Gewinn von 5.000. Sauerstoff. Das lohnt sich nicht. Na, das lohnt sich nicht. Der Aufwand. Hier ist auf jeden Fall wieder was. Wenn du hier in der Gegend den leeren Sektor erkundest, kannst du alte Kriegsmaschinen finden. Okay. Hier leere Sektoren. Da sollte ich gleich mal wirklich leere Sektoren mal anfliegen. Gucken, ob es sich wirklich was auf sich hat. So, ich will da oben hin. Die Richtung dadurch fliegen. Irgendwo werde ich was finden. Ja, ist das. Öffnen. Double Point Defense. Da gibt es noch mehr hier. Hier nicht. Da ist was.
Ich glaube, das wird ein lohnender Sektor. Öffnen. Zack, nochmal 100.000 und ein Tesla-Geschützturm. Und der ist nicht mehr schlecht. Gehen wir erstmal dahin. Und da sieht er eins. Dritte Geheimversteck hier. Die gezielte Suche. Und noch ein Geschütz, ein Tesla-Geschütz. Ich glaube, das ist dasselbe. Da ist noch mehr da. Und noch ein Versteck. Und ist hier noch irgendwas? Ist hier noch ein fünftes Geheimversteck? Nee, das war's. Vier Geheimverstecke. Läuft. Wir da noch gucken? Ach ne, wir wollten ja mal einen leeren Sektor gucken, ne? Einfach mal einen leeren Sektor. Gucken, was ist. Ist halt nichts, ne? Aber das ist eine Massensignatur. Vielleicht ist da was. Vielleicht meinen sie das. X-Maschinen. Das ist dann, ich würde sagen, eine kaputte Flotte oder so. Auf jeden Fall ist hier wieder was. Ein Nebelsektor, den ich ja nicht mag. Überhaupt nicht. Hier soll ja was sein. Ich schätze da hinten. Ich schätze ganz weit da hinten. Wenn wir das hier jetzt ein Geheimversteck. Tatsächlich nicht, nein.
Irgendwas ist in diesem Sektor. Das habe ich gesehen, dass da das Asteroidenfeld ist. Da war ich ja auch. Sonst sehe ich hier nichts, außer die beiden Asteroidenfelder. Moment. Hä? Hier auch nichts. Da war ich ja. Okay, da ist eins. Da ist eins. Da war ich auf irgendeinen von den kleinen Feldern. Damit die Schiffe sind nicht schlimm. Aber ich glaube, ich war nicht bei denen. Der ist so weit weg. Dann war ich doch nicht bei den anderen da hinten. Muss ungefähr da gewesen sein. Da. Ja, auch nicht. Da war ein Asteroidenfeld und da hinten war ja eins. Hier oben noch eins. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es sein könnte. Ne, das ist, gehört zum Planeten. Naja, egal. Bin ich dann bestimmt irgendwann was anderes noch? Fliegen wir noch mal in den Sektor da eben rein. Gucken, was da ist. Und dann würde ich mal auch gleich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst doch gerne ein Like da. Wie gehabt, ihr kennt das Prozedere. Also, danke, dass ihr zugesehen habt. Und ja, schaltet wieder demnächst ein bei Avorion Trade. Bis zum nächsten Mal. Euer Possi.